Diese muss perfekt, diese. Ja, alle sagen, ja, Abu Antar, du musst suchen Arbeiter, du brauchst Hilfe, alleine nichts passieren. Ja, ich gucke gleich neue Arbeiter, was kann machen. Wo bleiben diese Arbeiter? Wo? Wie viel Uhr haben? Ich sag, ich besser arbeiten alleine, diese. Kommst du rein? Bruh. Ja, Kollege, wer du bist, was du machen, was kann helfen? Ich bin Hassan, der Bewerber. Ich habe eine Bewerbung geschrieben. Lucky Ahmar, was du wollen hier? Arbeiten oder was diese Klamotten? Du denkst, diese Diskothek oder Supermarkt? Diese, was tanzen? Ich muss aber krass aussehen. Mich sehen hier viele Leute, man kennt mich. Oh, Mashallah, du bist du krass, hein? Du wollen wissen, wer dich alles kennen hier im Supermarkt? Wer denn? Die Tomate und die Gurke, ja Esel, du, ja Ahmar, kommst du arbeiten jetzt, yalla! Yalla, hier alle, arbeiten, arbeiten! Du, Jacke auf, die ist krass! Was, Jacke, krass, du kommst du arbeiten, krass, Jacke, hier alle! Kommst du, hier alle, guckst du, machst, hey, hallo, guckst du hier, geben! Ja! Hier, machst du, hey, hallo, hier, machst du diese anziehen, machst du Regale, guckst du, machst du sortieren alles, okay? Was ist das für ein Kittel, Mann? Ich kann doch nicht so rumlaufen. Oh, tut mir leid. Brauchst du diese von Gucci? Ja, das wäre super. Mm. Oder brauchst du diese von Louis Vuitton? Ja, das ist sogar noch besser. Okay. Was du denken? Du musst arbeiten hier, dieses Supermarkt, diese kleine Laufsteg von Paris. Was du denken? Jalla, anziehen, machen alles sauber hier, jalla. Okay, Chef. Hassan! Like Hassan! Wo ist diese scheiße Junge, diese? Like Abu Libetang, Junge, wo bist du? Yo, was geht ab, Freunde? Ich bin hier am Arbeiten, ich schmeiß den ganzen Laden alleine. Diese scheiße Junge, Mann, diese, hä, wo? Ihr wisst Bescheid. Hallo, was zu machen, was diese? Yo, Freunde, hier ist auch noch mein Chef. Hallo, guten Tag, was diese? Das ist Instagram, sag mal Hallo zu meinen Fans. Hallo, guten Tag, machst du bitte aus, bitte diese? Was ist dieses Telefon? Was du machen hier in Arbeit? Nein, Mann, das ist Instagram. Das ist voll wichtig. Mir gucken 20.000 Leute zu. Oh, ehrlich? Schon super. Machst du bitte noch einmal, ja? Ja, klar, auf jeden Fall. Yo, Freunde, hier ist mein Chef. Ja, hallo. Ja, Superman. Nimm alle, guck! Was du machst, bitte, ha? Weg hier, du Superstar, du weg hier! Warum übertreibst du so? Wegen meiner Story kommen mehr Leute bei dir einkaufen. Oh, ehrlich? Oh, Entschuldigung bitte, Entschuldigung. Ja, normal, was denkst du denn? Ich hab krasse Community. Oh, bitte, du kannst du noch eine Story machen, bitte? Ja, ist okay. Ah, Habibi. Ja, machst du bitte eine neue Story, Habibi, beste Mann. Jo, Freunde. Ja, diese beste Mann, diese super Bad, meine, diese super... Gehst du weg, du. Mach mir diese hier. Gehst du bei Instagram arbeiten, du? Uff, diese Kopfschmerzen, ich brauche diese Nargile, diese Pfeife, ich brauche, machen Kopf frei, Habibi. Wo meine Tabak, wo? Ja, hallo, bitte schon, kommst du rein, bitte? Hallo, schönen guten Tag, ich bin der Moritz Meier, ich komme zum Bewerbungsgespräch, darf ich reinkommen? Ah, okay, Kollege, kommst du, machst du sitzen. Okay, danke. Bitte schön. Kollege, du bist du okay in deinem Kopf da oben, alles gut, hast du Probleme oder was du haben? Hä, hey, ja, natürlich, warum denn? Habibi, du hast Termin um 11 Uhr und du kommst um 11 Uhr. Hast du Wecker in deinem Kopf oder was du habe? Ist das nicht normal? Ich bin doch pünktlich, so sollte das doch sein. Ja, aber die sind nichts normal. Sogar meine Uhr machen manchmal später. Aber du bist du besser als meine Uhr. Ja, ich kenne das nicht anders. Also Pünktlichkeit wird bei uns ganz groß geschrieben. Und übrigens, das hier ist meine Bewerbungsmappe. Was machen diese, hä? Ja, da stehen meine Qualitäten, meine Eigenschaften und natürlich meine Stärken, also das Übliche halt. Ah, super Information, ne? Wer haben diese geschrieben? TÜV von Deutschland oder wer haben geschrieben? Nein, das habe ich selber geschrieben. Oh, Kollege, wer du wollen verarschen? Alle können machen, schreiben alles, was wollen. Ich können auch schreiben, ich bin Pilot oder was, ich bin Präsident oder was. Ja, das ist doch was ganz Normales. So sieht halt eine Bewerbung aus. Habibi, diese Scheiße, keine bei mir. Diese, wir machen Live-Performance, wir machen selber Bewerbung. Jalla, kommen. Herr Abu Antar, was ist jetzt eigentlich genau mein Aufgabenbereich? Habibi, du bist hier in meinem Laden universal. Du machst du alles machen, was kann machen in diesem Laden, okay? Nicht viele Fragen machen. Okay. Kommst du? Ja. So, Kollege, du jetzt aussehen, Model, Habibi, super aussehen. So, ich zeige dir, du musst machen in diesem Supermarkt eine wichtige Regel.
Ja, okay, und die wäre? Du, jetzt musst du zeigen, wie du machen klauen. Was? Sowas würde ich niemals machen, das ist gesetzeswidrig. Habibi, wenn du nichts wissen, wie du machen klauen, wie du wollen fangen Ratte, Diebe, was klauen in meine Ware hier, du musst du haben Erfahrung, Experience. Nein, nein, ich hab schon Erfahrung. Also wenn ich sehe, dass jemand klaut, dann rufe ich sofort die Polizei an. Astaghfirullah, Kollege, was du sagen? Nein, 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 keine Polizei in meine Laden, keine. Ich nichts wollen Abschiebung. Nee, nee, so wird das aber gemacht hier in Deutschland. Egal, egal, du machst du diese Regal sortieren, machst du alles sauber machen, Boden alles machen, ja, arbeiten bitte. Entschuldigung, wohin gehen Sie denn? Das mit meiner Einarbeitung, wollen Sie mich nicht überall einweisen? Oh, Kollege, was diese Überweisung? Machst du, musst du arbeiten, heute erster Tag machst du diese... Nein, ich meine nicht Überweisung, ich meine Einweisung. Das heißt, dass sie mir überall alles zeigen. Habibi, du bist doch Clown heute oder was du bist? Du denkst, ich mache einen Spaziergang hier den ganzen Tag mit dir? Dann kann ich alles machen alleine, was du machst. Jalla, arbeiten, arbeiten. Moritz! Ja, Moritz! Wo dieser Mann mit Uhr im Kopf? Wo diese Arbeiter, diese? Moritz! Ja, Moritz! Hallo, hallo, hallo! Was du machst? Du nichts haben verstanden, System von dieser Lade? Hä, was denn? Du musst du Regal voll machen, Ware rein in Regal, nicht Ware raus in Wagen. Ja, ja, schon gut, das mache ich gleich, aber ich muss ja erstmal diese Ware hier aussortieren. Was machen? Aussortierung? Entschuldigung, meine Ohren kaputt ein bisschen, ja, mach lauter. Die ganze Ware ist nämlich abgelaufen und muss sofort entsorgt werden, bevor das Gesundheitsamt hier auftaucht. Hallo, bist du Arbeiter von meinem Supermarkt oder bist du Arbeiter von Polizei? Wenn du diese weitermachen, meine Lade gleich kaputt, leer, alles weg. Ja, aber wie stellen Sie sich das denn vor, Abu Anta? Die ganze Ware ist abgelaufen. Ach, kein Problem, Habibi, diese Datum, diese ist nur eine Nummer. Weißt du, die machst du neue, machst du Drucke, neue kleben, alles neu, alles gut. Das können wir doch nicht machen. Wir sind in Deutschland, wir müssen uns an die Vorgaben halten. Habibi, ich darf sagen, machen Ware in Regale rein. Ich sage die letzten Worte, okay? Nein, nein, halt, stopp! Es bleibt ja alles so, wie es ist und es wird sich nicht dran gerüttelt, ob es Ihnen passt oder nicht! Oh, meine Großmutter im Grab, was ich falsch gemacht habe in dem Leben, damit diese kommen hier! Habibi, kommst du, ich zeige dir was! Was denn, haben Sie jetzt eine Lösung oder was? Ja, ja, ich habe die beste Lösung, kommst du bitte! Komm, komm! So, Kollege, keine Ablaufen, Ablaufen jetzt, du können weglaufen, yalla! Hey, was meinen Sie denn damit? Was ich meine? Dann hol ihr Kalt, dann hol Hilfe, Hilfe! Diese weglaufen! Diese ist weglaufen! Diese Spione, diese Agent von Amerika oder was machen diese in meinem Supermarkt? Diese? Oh, Kopf kaputt, alles kaputt, Arbeiter kaputt. Was machen diese eine Instagram, die machen Superstar, Foto, Moto. Diese anderen machen Polizei, Präsident, alles Kontroll, Montroll. Ich besser arbeiten alleine bis tot. Hier. Wie viel Ware? 70.000. Hallo, was machen hier, Habib? Habibi, kommen. Jinal Abuk Harami, klauen bei mir? Ai, okay. Jinal Abuk, Jinal, was du machen hier? Du bist doch in meinem Laden, du kannst nichts klauen, Habibi! Tut mir leid, ich mach das nie wieder, tut mir leid. Tut mir leid, ich zeige dir, was ich mache mit Klauen, kommst du mit? Kommst du rein. Warte. Zeigen, was du geklaut haben, ha? Zeigen! Bitte, das war alles. Nicht Polizei anrufen, sie können mich auch schlagen. Schlagen, ha? Ja, gut, dieser, gut, ha? Nichts mehr klauen bei mir, ha? Sie können mich gerne weiterschlagen, ich mach das nie wieder. Oh, dieser junge Mann gefallen mir, können viel aushalten, haben viel Kraft, dieser, ha? Hände mir, Kalbun! Kommst du, machst du sitzen! Jalla, sitzen! Sagen, warum du klauen, junger Mann? Onkel, tut mir leid, ich hab nicht so viel Geld, ich brauche Arbeit. Hätte ich Arbeit, ich würde niemals sowas tun. Ah, du suchst Arbeit? Ja, auf jeden Fall. Okay, wie viele Noten du haben in Schule? Ja, Onkel, manchmal Note 5, manchmal Note 6. Oh, du Scheiße, warum du nicht Note 1 haben? Warum?
Ja, Note 1 hat mir nie gereicht, Onkel. Ich wollte immer mehr, ich wollte 5, 6. Oh, du hast recht, du bist ein schlauer Junge. Ja, viel ist immer gut, besser viel, ja, ja. Du schlauer Junge, ja. Ja, 5 Euro und 6 Euro sind auch besser als 1 Euro. Oh, Mashallah, du bist du super Mathematiker. Ja, Mathematik hatte ich eine 6, die höchste Note. Okay, Habibi, ich mache dir ein gutes Angebot, ha? Heute, du arbeitest in meinem Supermarkt, Proba. Wenn du gut, du bleibst. Boah, Onkel, ich danke dir vielmals für diese Chance. Ich werde dich niemals enttäuschen. Ja, Jalla, gehst du raus? Okay, okay, Chef. Okay, okay, Chef. Jalla, Arbeit. Lack. Ahmed, ich habe gesagt, sagst du Transport? Ich brauche 50 Kilo Tomate. Ja, Kunde, lad ihn voll, ja. Warte. Hallo, was mache ich denn jetzt in meiner Lage? Moment, hallo. Ich rufe gleich an. Tschüss. Hilfe! Warum machst du sowas? Hallo! Hä? Ah, Hilfe! Hallo! Ach, du hast nicht mehr! Lag du Haiwan, was du machst in meiner Lage? Abu Antar, das war ein Dieb, der wollte Ware klauen. Jena Al-Abuk, warum du diesen jungen Mann so schlagen? Hä, was denn? Du musst du nehmen diese Gürtel, Habibi, dieser sehr gut, dieser Mann, nichts vergessen, dieser Habibi, dieser positiv. Jalla, machen, Arbeit, jalla! Hallo, tut mir leid! Power! Hilfe! Power! Super! Alhamdulillah, haben ich bester Arbeiter gefunden. Besser ich alleine arbeite in diese hier. Scheiße. Kennen hier Spielplatz oder was? Siehst du, du siehst. Diese Klamotten, du denken. Hey, pass auf meine Jacke auf. Lass was, Jacke, Mann. Aha, super. Okay. Du jen ala bukin al, du Scheiße, du diese Supermarkt, diese kleine Paris-Laufstück, diese nochmal. Ich sage die letzte Worte, du machst so Ware wieder. Mega. Boah, Alter, ey, Fastenzeit ist echt. Ich muss sagen, Fastenzeit ist nicht einfach, ne? Aber wir kriegen das hin. Ich mach mal schon. Da bin ich sehr optimistisch. Ich mach mir jetzt da wieder so weiter. Was du machst mit dieser Das Lachen der Nacht. Ja, Bruder, du hast richtig gehauen. Du hast richtig gehauen, sagt er. Der war den blauen Fleck, dreh dich mal um. Na, guck mal hier rum. Was? Sowas würde ich niemals machen. Das ist gesetzeswidrig. Was? Doch normal, Alter. Also, Telefon mit denen reden, ne? Wir müssen hier übers Telefon mit den Jungs im Supermarkt reden, was die da machen sollen. Der soll ruhig. Jetzt geht der Chef persönlich vorbei. Achtung, da hinten kommt er gleich. Julius Jones. Und dann gucken wir mal, vielleicht funktioniert es dann. Edo, wir glauben an dich. Die wissen noch gar nicht so viel Glück. Ach, der kommt gleich. Pass auf, hier ist die Kamera. Jinal Abukir Al, was du machen hier? Du bist doch in meinem Laden, du kannst nichts klauen, Habibi! Jalla, Hitze! Mal leid, hallo, Hilfe! Okay, bleib. Der Habibi, dieser Beste, dieser junge Mann, nichts vergessen, dieser gut. Okay, warte mal. So, 1, 2. So, meine lieben Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte mich nochmal ganz kurz herzlich bedanken an dem Supermarkt Geldcheck hier in Bottrop, Freunde, dass wir jedes Mal hier drehen dürfen. Wenn euch das Video gefällt, Freunde, und ihr eine weitere Folge sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare, Freunde. Aber Antar, der hat Wassermelone gleich. Ne, Freunde, wenn euch diese Supermarktfolgen gefallen, schreibt es mir in die Kommentare, lasst es mich wissen. Wie gesagt, danke nochmal an den Supermarkt hier. Ihr wisst Bescheid. Bis zum nächsten Video, euer Jonas Jones. Peace out.